Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt, einer längst überfälligen Folge, die hätte eigentlich schon letzte Woche oder vielleicht sogar schon quasi am Wochenende vorletzte Woche online gehen sollen. Ich bin da voll hinterher, aber das wird nachgeholt. Es waren stressige zwei Wochen mit den neuen Konsolen. Ich habe mir vorgenommen, eben Videos über die beiden Konsolen zu machen, ein bisschen im Vorfeld zu berichten und auch ein bisschen Nachberichterstattung oder ja, so auch Meinungsvideos, Infovideos. WLAN-Netzwerk wurde unterbrochen aus irgendeinem Grund. Okay. Das ist komisch. Das machen beide, sowohl die Slim als auch die alte PlayStation in letzter Zeit dauernd. Dabei ist das WLAN auf allen anderen Geräten super stabil. Naja, whatever. Bald ist PS5-Zeit. Aber ich merke, das Interesse ist nicht groß und viele beschweren sich sogar, dass ich endlich wieder Lore-Videos und so machen soll. Von mir aus. Ich wollte mal zwei Wochen was Besonderes machen, aber keiner will was Besonderes. Alle wollen einfach nur Lore-Videos und Fallout-Videos. Na meinetwegen. Da mache ich halt nichts Besonderes mehr. auf jeden Fall war das alles viel zu zeitintensiv. Ich habe mich damit echt total übernommen. Ich habe super viel Videos gemacht und super viel dafür gearbeitet. Alles für die Cuts. Aber deswegen sind eben so Sachen wie The Witcher 3 jetzt auf der Strecke geblieben. Aber wie gesagt, das holen wir jetzt nach. Und die Folgen, die ich jetzt dann aufnehme, sind wahrscheinlich die letzten auf der PlayStation 4. Dann nämlich geht's auf der PlayStation 5 weiter. Ich denke, die Save Games von Witcher 3, habe ich gelesen, können übertragen werden. Ich hoffe, das entspricht so auch der Wahrheit, wie ich es gelesen habe. Bei allen Spielen, die keine Upgrades bekommen haben oder nicht remastered sind, dürfte das wahrscheinlich, oder zumindest bei den meisten dürfte das wahrscheinlich funktionieren, weil sie ja nur emuliert werden. Ja, genau. Das wird ziemlich gut. Das wird dufte, könnte man fast behaupten. Weil dann haben wir quasi keine Ladezeiten mehr. Ich habe Witcher 3 jetzt auf der PS5 noch nicht gesehen, nur auf der Xbox Series X. Aber da ist es so geil. Ah, oh, das wird so geil. Aber ein paar Folgen, ein paar extra lange Folgen machen wir jetzt noch hier auf der PS4. Es hilft ja nichts. Hey, boah, ey, Ladezeiten, ey. Ich hasse Ladezeiten so. Ich habe sie schon immer gehasst. Ich finde Ladezeiten furchtbar. Ich habe noch N64, den guten alten N64 gespielt. Und da habe ich dann schon immer spöttisch auf die anderen Konsolen geguckt mit ihren Ladezeiten. Und ich fand schon Ladezeiten schon immer die Hölle. Und ich bin so froh. Erst jetzt, wo es soweit ist auf der Xbox Series, die ich schon hier stehen habe, bin ich so froh, dass die weg sind. Weg mit diesen Ladezeiten. Niemand hat euch jemals gebraucht. Ihr wart ein Fehler der technischen Entwicklung. Ein Fehler in der Geschichte. Und jetzt werdet ihr endlich wieder ausgemerzt. Weg mit Ladezeiten. Ach ja, das ist wirklich cool. Ich meine, guckt euch den Scheiß an. Wie viel Lebenszeit haben wir alle verschwendet? Der eine mehr als der andere. Mit Ladezeiten, mit Warten, mit auf Bildschirm gucken und bescheuerte Hinweise lesen, die niemanden interessieren. Wie viel Lebenszeit? Ich würde es wirklich gerne wissen. Will ich es wirklich wissen? Hey, ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren... Boah, ey. Wenn man dann noch alte PC-Installationen mit reinrechnet, die ja immer ein Glücksspiel waren. Gefühlt zumindest. Wow. So, also, ich fasse mal kurz zusammen, weil die letzte Folge ist ein bisschen her. Wir haben einen großen Frosch getötet, der hat sich als Prinz rausgestellt. Das fanden seine Gefolgsleute nicht so gut, wollten uns hinrichten. Wir haben einen Pakt mit dem Teufel gemacht, zumindest gefühlt mit einem mächtigen Wesen. Das hat uns gerettet und will nun quasi, dass wir auch was für es tun. Und dieser Deal, diese Sache, die wir erledigen sollen. Warte mal schnell, das ist irgendwie schief hier. So, jetzt stimmt's. Das, was wir erledigen sollen, ist, dass wir wiederum die Wünsche eines anderen erfüllen, der auch schon mal einen Deal mit diesem Teufel unter Anführungsstrichen gemacht hat. Und der will unter anderem, dass wir seinen Bruder bespaßen, den Abend seines Lebens bereiten.
Das Problem ist nur, dass der Bruder tot ist. Deswegen haben wir den beschworen. Und damit er wirklich Spaß haben kann, hat er jetzt unseren Körper übernommen. Und das erklärt auch Geralts ungewöhnliche Pose, in der sie gerade ist. Und jetzt suchen wir irgendwas. So, Ziegen, Hühner, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir sind auf einer Hochzeit, und anscheinend will unser geistiger Besetzer, den wir jetzt komischerweise spielen, irgendwie hier Quests erledigen. Ich weiß es nicht, passt schon. Schauen wir mal. Benutzt den Hexensinn. So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht. Wir gehen das gleich nochmal. Ich warte hier. Genau. Mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Einen Hund suchen wir. Nein, oh Gott sei Dank, nur ein Ast. Ich dachte kurz, der Hund wäre tot. Dann hätte ich sofort ausgemacht. Hätte ich gesagt, okay, scheiß drauf. Blödes Spiel. Kappe des Das ist die Feuerschluckers. Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Der Er muss sie auf der Funkenspucker. Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Genau, der Feuerspucker hat nämlich Angst vor dem Hund und das könnte jetzt die Hochzeit ruinieren, weil der Feuerspucker war das Hochzeitsgeschenk des Brautelternpaars oder so. Und die sagen jetzt, was sollen denn die Leute denken? Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Good boy. Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Mach mal ein bisschen lauter. Man will die ja Und reden was hören. jetzt? Jetzt beruhigen wir den Hund. Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Die Hirsche in dem Wald sind aber sehr zahm. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Der Satan ist ein toller Hund. Ich meine, wenn man Angst vor Hunden Holla, hat, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein hat man wolltest. Angst, ne? Egal wie Ja, der Met ist lecker. harmlos der ist. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Deine Kappe, Meister. Verloren auf feiger Flucht vor einem Winzling. Oh, meine Lieblingskappe. Die hat mir immer Glück gebracht. Ich trage sie bei jeder Vorstellung. Als Geralt würde ich die Dialogoption jetzt eigentlich, glaube ich, auslassen. Aber wir sind ja nicht Geralt, insofern. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen.
erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh, man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Nicht die Rehkitze. Was für eine Frau. Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Met, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Hör zu, ich gebe dir mehr Geld und du gehst zur Hochzeit zurück. Spinnst du? Dieser Erpresser hat schon mehr als genug gekriegt. Nimm es oder lass es. Ja, hast mich überzeugt. Ehrloser Wicht. Olgierd hatte recht. Künstler sind alle Huren. Gehen wir. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Vielleicht sind Huren dann einfach Künstler. Ich meine, das vielleicht finde ich dort interessant. Ist gar nicht so abwegig, glaube ich, oder? Okay, Feuerschlucker. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Ware beruhen. Oh, ich kann nicht auf mein Inventar greifen. Mein Schwert ist nämlich ein bisschen putt. Ich hätte es gern ein bisschen repariert. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schmiede im Zeltstab. Au. Versteck dich, Blinder. Rette mich. Au. Mir wäre es ja lieber, wenn wir dem Wildschwein nichts tun müssten, aber es geht wohl nicht anders. Außerdem ist der echt gefährlich, der Iber. Darf man nicht unterschätzen. Oder die Sau. Ich weiß nicht, was es ist. Aber der piekst uns ganz schön. Liebe wohl, arme Sau. Nur wegen so einem besoffenen Feuerspucker. Sag mal, meinst du, dass manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist?
Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Na gut, dann gehen wir mal woanders hin. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Ja, ja. Was soll das Gesicht? Warum heißt du Weißer Wolf? Weiß ich nicht. Ist hier irgendwo eine Quest für mich oder? Was ist hier los? Pass auf dich auf. Ah! Was? Ui, guck mal. Okay, ich glaube, ich gehe mal woanders hin. Ich habe hier keine Zeit zu verschwenden. Bleibt die Zeit jetzt zufällig stehen hier oder so? Aber es ist schon komisch. Hier ist ein Missionsziel, aber irgendwie ist hier nichts. Naja, ich gehe wirklich mal woanders hin. Was redest du da? Bewaffnete Wegeläufer? Das soll sich heilen mit uns Hexer. Auf euch, ihr Herren Zwerge. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar. Mögen ihre Lenden niemals auskühlen. Mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze üppig. Na gut. Vielleicht sind auch ihre Kinder zahlreich, üppig. Und ihre Lenden zahlreich? Was hat er gesagt? Charme, oh, yeah! Lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Ach, wie du dich bewegst. So bezaubernd, grazil. Hä? Danke. Was? Wer bewegt sich? Ich habe das Gefühl, wir haben unsere Begleitung verloren. Aber wer ordentlich feiern will, der kann nicht immer auf die anderen warten. Okay, unser Missionsziel ist über uns. Hm. Du bist es nicht, oder? Leute, Leute. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Also für eine angeblich alte Frau sieht die echt sehr jung aus. Also ich weiß nicht genau. Entweder, ich würde sagen, das ist eine junge Frau mit Rückenproblemen oder eine alte Frau, die sich sehr gut gehalten hat. Oder beides, was unmöglich ist. Aber wir sind hier in der magischen Welt. Schau. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Sie ist wieder da. Hallo. Ich dachte schon, sie ist für immer verschwunden. Wo willst du hin? Und wird? Wo huschen wir denn hin? Hier in die Körner? Huschen wir in die Körner? Die Hauptzeremonie beginnt um Mitternacht. Ich habe eine Kuh gefunden. Also eine Karte. Eine Gwent-Karte. Eine Kuh-Gwent-Karte. Ah, hinsetzen. So? Ich bin ganz Ohr. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes. Ja. Weißt du, die Sache ist die. Komm schon, spuck's aus. Ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurück. Wo willst du hin?
Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Meiden zu tun. Du hingegen bist chirurgisch. Dich nicht einfach zu nehmen, war die richtige Entscheidung. Und nun, es auf dem romantischen Weg zu versuchen, auch. Aha, endlich ein Sport für echte Männer. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Der und König der Schweinehirten. Das ist mal ein Titel. Ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Na dann. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. So, gelb markierte Schweinchen. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Charlie? Agil wie eine Katze. Das wollte ich nicht. Und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Komm, Schwein, geh jetzt in den Pferch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Wie kann ich denn das Schwein bitte einpferchen? Ich bin mir nicht mal sicher, was von diesen Dingern der Pferch ist. Da, wo das Essen ist oder da, wo der Ast liegt? Geh mal da rein. Schauen wir mal, ob das der Pferch ist. Geh irgendwo rein, Schwein. Ist mir egal, wo. Mein Schwein ist kaputt. Kann ich ein neues haben? Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Kann ich jetzt nicht machen. Wenn ich wenigstens irgendwie schreien, rufen könnte oder so. Ich kann ja gar nichts. Irgendwie reagiert das Schwein auch nicht wirklich auf mich, oder? Es ist irgendwie komisch. Nimm bis Mitternacht. Ach so. Ich dachte, ich muss jetzt irgendein Item nehmen. Das Schweinetreiber-Item. Hey, irgendwie reagieren die Schweine überhaupt nicht auf mich, oder? Das läuft mir hinterher, anstatt vor mir weg. Ist das der Plan? Muss ich sie provozieren? So. Ja. Kämpf mit mir, Schwein. Na komm schon. Hierher. Hier zu mir. Hey, wirklich, ich weiß nicht, wie das geht. Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch, oder? Läuft mir jetzt wirklich nach? Ich weiß nicht. Die laufen mir nach. Ja, dann okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt gewonnen. Game over. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht?
Wahrlich, das sind sie. Hey da, Meister Hexer. Ah, was war das gerade für ein Trick mit den Fingern? Genau, habe ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen und wirst nicht zum König der Schweinehirten gekrönt. Shani, was sagt Geralt in solchen Situationen? Verdammt! Ja, ganz genau. Verdammt! Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Harke in den Arsch, ihr Hundesöhne! Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Shani. Ich hab genug von diesen Hinterwäldlern. Vergib mir, Shani. Ich habe dich enttäuscht. Wegen des Schweins? Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im Geringsten. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everek. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit! Sabotiere mich nicht, Shani, das gehört sich nicht. In Ordnung, ich halte mich ab jetzt raus. Okay. Oh Gott. Hey, ich meine, wir sind ja im Mittelalter. Da war der Spruch vielleicht noch nicht uralt und verstaubt und bescheuert. Ich weiß es nicht. ich nehme den natürlich, weil das ist so bekloppt. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Psst, meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ei, ei, boah, ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalten. Weil was wollt denn ihr bitte für sie entscheiden? Diese erwachsene Frau, verpisst euch. Was ist denn mit ihr überhaupt? Steh ein bisschen für dich selber ein. Sag halt auch was. Aber gleichzeitig werde ich jetzt nicht sagen, ihr Bauerntölpel, verpisst euch. Aber jetzt zu sagen, verzeiht, ich wusste nicht, dass eure Schwester in eurem Besitz ist, ihr drei Trottel. Das ist beides blöd. Ich hätte gern die Antwort, wo ich sage, ich glaube, die kann für sich selbst entscheiden. Aber die gibt's nicht. Ah! Ja, dann, ich weiß auch nicht. Dann werde ich die Antwort nehmen. Dann tendiere ich eher zu der Antwort tatsächlich. Nein! Wir sind hier auf einer Hochzeit und wir wollen uns benehmen und keinen Streit anfangen.
Nur wegen einer blöden Wette noch dazu. Nur wegen einer blöden Wette. Nee. Bleibt ruhig, Bursch. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everek einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Pflege. Das Holzschwert des Helden. Der Schreinerei. Moment, warum sind wir plötzlich im Schweinestall? Was ist passiert? Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustmord. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste abreißen? Die haben mich Mutant genannt. Die wussten, dass ich ein Hexer bin. Sind die eigentlich blöd oder so? Mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Zu meinem Plan gehört die Beseitigung von Hindernissen. In der Regel bekomme ich ein paar Treffer ab und die Auserwählte, versorgt von Mitleid, überwältigt meine Wunden. Und was lief dann schief? Es liegt an diesem unförmigen Körper. Nichts als Sehnen. Und erst dieses Gesicht. Hätte ich mein eigenes gehabt, wäre es anders gelaufen. Mein melancholischer Blick und meine Narben ließen die Mädchen reihenweise dahinschmelzen. Ich versuche es gern erneut. Zeig mir eine und... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Stehen da Leute um den Schweinestall und bejubeln uns, wie wir uns unterhalten? Danke, Leute, danke. Danke. Die nächste Unterhaltung gibt's morgen um 19 Uhr zur gleichen das Zeit. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Ha ha ha!
Kerl da im Hintergrund, der hat einen coolen Tanzstil. Oh, nicht schlecht. Der grauhaarige Kerl, der hat's drauf. Kann ich nicht lieber den weitersehen? Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. What? Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Aber es läuft doch die Gwent-Musik. Ihr müsstet jetzt Karten spielen. Du bist wirklich nicht übel. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Find's lustig, dass auf der Bühne sowas von die falschen Instrumente für dieses Lied sind. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich sehe nur Flöten und Streicher. Ich glaube nicht. Ja, da ist auch so ein Saiteninstrument, ein Zupfinstrument. Okay. Hast du den Verstand verloren? Das hab ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst, aber deine Hände behältst du bei dir, verstanden? Was? Ich soll meine Hände bei mir behalten? Ich mochte alle Antwortoptionen nicht. Das macht nicht mal annähernd Spaß. Außerdem dachte ich, dass es dir auch gefallen würde. Ich küsse gerne. Aber nur einen auf einmal. Und bei euch sind zwei drin. Drinnen schon, doch nur einer kann dein Herz entflammen. Ich. Ah. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später darüber. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier?
frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwitzen wir nicht die ganze Nacht. Die Nacht ist jung. Komm, lass uns wild sein. Er ist ein kulinarisches Fest. Soll ich jetzt schon mit ihm reden oder soll ich erst andere Sachen machen? Ich habe Angst, dass dann die Quest vorbei ist, wenn ich jetzt schon mit ihm rede. Aber ich rede mal mit ihm. Wird schon passen, oder? Keine Ahnung. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Evereck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer, und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln, aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er. Egal, wie sehr du dir es auch wünschst. Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Gut so. Olgierd würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Olgierd war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir? Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus?
Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird knapp. Hoffentlich regnet es während der Saatzeit auch so. Hoho. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie... Jetzt würde ich gern absichtlich verlieren. Ich werde jetzt auch absichtlich verlieren. Ich werde versuchen zu verlieren. Das könnte ziemlich leicht werden. Aber ich mach's spannend. Was macht das gleich nochmal? Ich hab Gwent in letzter Zeit wieder öfter auf dem Tablet gespielt, aber da hat's halt ganz andere Regeln natürlich. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in die Hand zu nehmen. Lege diese Karte nach dem Ausspielen ab, entferne die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Huiuiui, aber ich behalte die mal. Wer darf anfangen? Ich hoffe er. Ja. Oh oh. Meine Güte, der Spionage Personenspieler, gegen den spiele ich hier anscheinend. Der hat jetzt schon 1 Milliarde Karten. Spinnt der ein bisschen? Nicht schlecht. So, da sagt er wohl nichts mehr. Ich nehme jetzt einfach seine Spione. Und er nimmt seinen Rittersporn wieder. Das ist komisch. Aber gut, dass er die Karte verschwendet hat. Weil jetzt gebe ich ihm seine Spione zurück. Uiuiuiui, das wird ein Spionagefest hier. Ja, komm hier, ich gebe dir Superpower. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Jetzt wird aber wild hier. Heilige Macaroni. Guckt euch das an. So, er passt. Gut. Machen wir jetzt auch. So viel Spionagekarten in einer Runde. Unglaublich. Die erste Runde ist vorbei. Ich habe 11 Karten auf der Hand und er
quasi jetzt 9. Oi, oi, oi. Nicht schlecht. Wo ist denn eigentlich mein Ablagestapel? Kann ich mir den irgendwie anschauen? Ach ja, wurscht. Was machst du gleich nochmal? Du zerstörst irgendwie Karten oder so. Oh nein, abbrechen. Wie kann ich mir das gleich nochmal anschauen? Hier. Zerstör die stärkste Nahkampfeinheit des Gegners, wenn die Gesamtstärke in der Nahkampfreihe 10 beträgt. Ah ja, okay. Ich spiele jetzt einfach mal auch so eine 10er Stärke Einheit wie er. Guck. Bam. Unentschieden. Oh, er spielt noch eine 10er Karte. Weißt du was? Den habe ich auch. Spielen wir 2 Vermin Roach aus. What? Ich glaube, ich sehe doppelt. Wie ist das möglich? Er passt. Wenn ich jetzt passe, habe ich verloren. Na, machen wir spannend, oder? Ich spiele noch eine Karte. So, letzte Runde, mein Freund. Wer wird jetzt wohl siegen? Ich glaube, er. Aber verratet ihm noch nicht. Das soll eine Überraschung werden. Yennefer! Hä? Ach ja, gut, genau. Auf dem Bildschirm habe ich gewartet und war gerade verwirrt. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen irgendwie. Ich darf nicht zu viel ausspielen, oder? Ich muss echt gucken, dass ich... Oh, er spielt einen Spion. Guter Zug, muss man schon sagen. Aber ich muss echt ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass ich gewinne. Oh, nicht schlecht. Aber das hätte sich noch ein bisschen sparen sollen, die Fähigkeit. Dann hätte er mich noch viel härter treffen können. Der hat noch 7 Karten. Hey, vielleicht gewinnt er sogar wirklich. Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt meine Tröte spiele... Nee, ich könnte ihn so fertig machen jetzt. Ich spiele jetzt noch die da. Ich hoffe, er überholt mich jetzt mal, weil ich habe echt Angst, dass ich gewinnen könnte. Aber ich will auch nicht einfach passen. Ich möchte schon spannend machen. Oh, er ist ein Punkt hinter mir. Aber er hat noch 5 Karten, oder? Ich kann, glaube ich, den Geralt noch spielen, ohne dass ich Angst haben muss. Tja. Ich passe jetzt. Ich könnte ihm jetzt oben seine 2 12er Belagerungsgeräte zerrennen und dann wäre der Kampf vorbei. Und einen Level 15 Siri hätte ich auch noch. Aber ich passe jetzt lieber. Ich will die Eselsohren. Ja, der macht's aber auch spannend. Hey, jetzt hat es geschafft. Niederlage. Ausgezeichnet. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Karre. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr... interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani?
Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Nein, für uns endet der Spaß jetzt erstmal. Zumindest mit dieser Folge für heute. Morgen, na Quatsch, so schnell wie möglich, kommt jetzt dann aber auch gleich die zweite Folge. Und weil wir ja letzte Woche quasi keine Folgen hatten, gibt es dann auch, aber wahrscheinlich wirklich erst morgen oder übermorgen, mal gucken, die dritte Folge für diese Woche und dann die vierte Folge. Eigentlich sind es ja zwei pro Woche, aber manchmal eben nicht. Und dann passiert sowas. Aber die werden eben, wie gesagt, nachgeholt. Ja gut, machen wir jetzt Schluss. Und wie gesagt, die zweite ist wahrscheinlich jetzt schon online, wenn ihr die fertig geguckt habt, die erste. Und wenn nicht, dann jeden Moment. Vielleicht sollte ich echt mal diese extra langen Patreon-Folgen in ein festeres System einpferchen. Aber andererseits, YOLO, das ist eine Hochzeit, Leute. Lasst uns einfach Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.